Aber Hauptsache große neue Map. Aber spaßiges Gameplay. Pff. Looten, Open World und ganz viel Nebenkram zu tun. Meine Fresse. Ich kann Aktionen freischalten. Hohoho. Ich will Leben so ein Mist skalieren. Das macht mir hier mit Materia. Aber trotzdem, der war viel zu stark. Ihr habt das Vieh erlegt. War bestimmt nicht einfach. Und du hast sicher auch brav mitgeholfen, was? Das mürrische Hündchen soll natürlich auch seine Belohnung bekommen. Schnapp zu! Und das hier ist deine Belohnung. Aber mal was anderes. Ich habe gehört, Broden geht es nicht so gut. Wenn ihr das nächste Mal in Kalm vorbeikommt, schaut mal nach ihm, ja? Komm vorbei, mach's besser. Waffenstufe gestiegen. What the fuck? Lieber zu viel Futter als zu wenig. Je fetter das Tier, desto höher der Verkaufspreis. Das verstehe ich nicht. Ich habe keine Ahnung, von was du meinst. Warte mal, hier ist doch so einer. Das bedeutet geradeaus und dann links. Das ist keine Songreferenz, das ist... Das ist eigentlich relativ simpel. Das ist ein Fisherman's Friend Werbung. Na klar kenne ich Fisherman's Friends. Aber das hat mit dem Gegner nichts zu tun. Ich hatte den Gegner trotzdem für ein bisschen Spaß. Das ist wieder so ein... Ich weiß nicht. Ich bin auf normal. Knossi ist nur lustig, wenn er... Ach, ich weiß nicht. Ich habe mich damit nicht befasst.
Ich habe keine Ahnung, was diese Punkte sein sollen. Ich habe auf jeden Fall 50. Und hier ist noch ein Kampfplatz. Ich habe das Gefühl, dass man ganz viel craften muss in so einem Kram. Ich finde es schade, wenn man das halt machen müsste. Ich empfange Signale eines außergewöhnlichen Organismus. Welches muss also sein? Ja, toll. Das ist so blöd. So, dann mach ich nochmal eine Analyse hier. Da ist so ein komischer Vogel. So. Ich verstehe immer nicht, was man mit diesen 10 gestiegen. Gruppe hat 5 EP erhalten. Okay. Was sind denn diese Punkte? Kann ich die ausgeben? Fehlt da mir irgendwas? Kann ich bestimmt bei Chatley oder so eintauschen. Wachturm an der Küste. So. Oh, machen wir hier nochmal eine Runde. Gucken wir mal, dass wir nochmal ein paar Nebenquests machen. In Kalm gelten zurzeit erhöhte Sicherheitsmaßnahmen. Die Luftwirbel der Helikopter. Oh, hallo. Die Aussicht hier ist einfach fantastisch, oder? Mein Name ist Rico. Ich bin ein Fotograf auf Wanderschaft und gehöre dem Verein Fotograf Freunde an. Lass uns doch ein Erinnerungsfoto schießen. Einfach zu schön. Mir scheint, dass sich da jemand mit Fotos auskennt. Du machst dich sicher auch gut hinter der Linse. Es soll hier nämlich einen Ort geben, der ein geradezu fantastisches Motiv abgibt. Nur leider lauern zu viele Gefahren auf dem Weg dorthin. Würdest du diesen Ort vielleicht für mich aufspüren und dort ein Foto schießen? Das sollte dir doch nicht schwerfallen. Wenn du dort bist, musst du nur die Landschaft so einfangen, wie es auch ein Profi-Fotograf tun würde. Na dann. Oh wei. Im Bett. In der Gaststätte. Es folgen
Nachrichten des Tals. Die Terroristen. Schön, euch wiederzusehen. Ihr seid Shinra also entkommen. Haben gehört, dass es dir nicht so gut gehen soll. Das spricht sich ja schnell rum. Habt ihr euch Sorgen gemacht? Wenn ihr schon hier seid, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Ich wurde gefragt, ob ich beim Besorgen von Bauteilen für eine Windmühle behilflich sein kann. Aber in meinem Zustand geht das nicht. Könntet ihr das vielleicht übernehmen? Können wir dir nicht einfach helfen, gesund zu werden? Wir schulden ihm was. Tun wir ihm den Gefallen. Klar. Die Kopfschmerzen und Schwindelgefühle machen mich fertig. Ich habe es in meiner Jugend wohl etwas übertrieben. Tja, dafür zahle ich jetzt den Preis. Kopfschmerzen und Schwindel. Sonst noch was? Manchmal höre ich Stimmen. Stimmen, die mich rufen. Sie verlangen, dass ich zu ihnen kommen soll. Ach, vergesst es. Danke. Die Einzelheiten wird euch Mildred erklären. Sie wohnt in der alten Siedlung am Meer. Schaut einfach nach Windmühlen. Okay. Trotzdem will ich noch mal gucken, ob ich irgendwelche Materie oder so kaufen kann. Warte mal, hier muss doch auch irgendwo... Ja. Schön, dich in Kalm zu treffen. Sieh dir diese wunderschöne Stadt nur an. Nicht umsonst ist sie auf Platz 1 der Orte, an die Shinra-Angestellte gerne ziehen würden. Jetzt, wo ich sie mit eigenen Augen gesehen habe, kann ich das gut nachvollziehen. Heilen Stufe 2. Will ich mal was gucken? Vielleicht kann ich mir da bessere Materie holen. Automatisch. Okay, das geht ja noch, aber es sind auch Peanuts, muss er 5 Wellen besiegen. Na, ich werde geheilt. Na, fast. Ich wette mit dir, das werde ich alles am letzten Kampf brauchen. Das ist bestimmt wieder sowas. Alles klar, Blub. Hau rein. Ja, soll der, unser Begleiter jetzt ein Tier sein, ein Hund, oder soll das jetzt eine Katze sein? Verstehe ich jetzt nicht. Ich hätte eher gedacht, so Raubkatze oder so. Bis hier und nicht weiter. Ja.
So, let's go. Oh, scheiße, diese Wölfe, ey. Alter, ich will Verbündete holen. Und denen nichts zu futtern geben. Wollte doch schon sagen. Heilen 2, okay. Gewinne ohne kampfunfähig zu werden. Probieren wir es mal mit den Mädels. Nichts überstürzt. Es gibt viel Erfolg. Jetzt zeige ich euch, was ich kann. Das war's, okay. Ja, die Aris macht sich nicht schlecht. Benutze Analyse, um biologische Daten über Gegner aus allen Weltregionen zu sammeln. Dadurch werden die Kampfsimulationen ins Kampfprogramm hinzugefügt. Ah, okay. Hi Jona, grüß dich. Warum bin ich gezwungen, diese Gruppe zu benutzen? So, wollen wir mal. Nicht übertreiben. Hier kommt Barret auf die Tür. Ich seh dich. Nicht so nah. Ein Barret Spezial! Na? Da also! Ich seh dich! Und tschüss! Okay, das war einfach mit Barret. Bei denen kannst du halt viel zu viel sammeln. Ich hoffe, dir geht's gut, Jona. Wir spielen gerade Final Fantasy VII Rebirth. Überstürzt. Überlass das mir. Luke? Ja.
Zieh dich zurück. Bringen wir es hinter uns. Ich zähle auf dich. Ah, verdammt, ich kann keine Duo machen. Ich glaube, mir geht's soweit ganz gut. Ich habe ein paar Sachen bestellt und allem. Morgen kommt der Teil der Jan vorbei. Ich war aber relativ anstrengend. Beziehungsweise mehr nervig als anstrengend. Lang nicht mehr gesehen. Oder lang nichts mehr gehört von dir. Aber schön, dass es dir gut geht. Okay, mit dem geht's eigentlich. Nur die Starken überleben. Das ist doch kein Hund. Das ist eine Raubkatze. Löwe oder sowas. Tiger, Panther. Keine Ahnung, was das sein soll. So, den Titan kann ich vergessen. Kampftraining Eris. Ach ja. Weiß ich nicht, was ich da machen soll. Die sind beide knuffig. Okay, die Musik ist cool. Macht der Unschuld. Ja, geht so. Die Eris ist relativ langsam. Na?
Also wenn die Ares nicht dauerhaft unter Beschuss steht, dann kannst du mit der coole Kombis machen. Das hat geklappt. Aber das ist halt... Hier sind die Gegner halt langsam im Training. Naja. Wird wahrscheinlich auch wieder ein schönes, langes Spiel sein, was wir uns hier antun. Oh ja, tiefer. Die müsste eigentlich zackig kämpfen. Nicht machen. Kann man mal machen. Ich habe da so viele Videos auf meiner Spielfestplatte. Auf meiner Spielvideofestplatte. Sind die Ladebildschirme so lange? Kannst du wieder Spezialfähigkeit ändern? Fesselung, Gegner in Schockzustand angreifen und ihnen Schmetterer. Ja, da macht sie Damage, ne? Eben bei diesem scheiß Kackwolf nicht. Na gut. Barret. Oh ja, Barret ist eigentlich ganz gut. Haben wir es auch hinter uns gebracht. Ja, sind immer die gleichen Gegner. Ach, Barret. Ah, Barret ist ein guter. Aber ich habe so das Gefühl, dass es dir hier aktuell noch so ein bisschen an Charakter fehlt. Oder du kannst es wirklich nur mit Dingsbums zusammen in Kombination spielen. Naja. Ha, schon erledigt. Hm.
Gewitter. Ich muss mich da nochmal reinfuchsen mit diesen ganzen Materien. Machen wir mal mit Cloud, mit unserem Damenliebling. Oh, ich war 12, ich gehe auch gleich ins Bett. Da mache ich Damage bei diesem scheiß Dreckswolf nicht, ne? Ach, der wird mir heute noch ein bisschen im Gedächtnis bleiben, das Fuckvieh. Ja, okay, das Konterfeuer geht. Naja. So, wer ist denn eigentlich noch da? Könnt ihr mal zur Feier des Tages nochmal eine Runde Mario Kart spielen, wenn ihr wollt. So, Justin und Yuna, schön, dass ihr da seid. Ihr seid die einzigen. Gut, Zoe ist weg. Wir haben aber auch schon 12. Warum hat er so viel Damage bekommen? Weird. Na dann. Was sagt denn mein PlayStation-Controller? Ah, dem geht's noch gut. Also sind wir doch fertig, oder? Ja, den Titan brauche ich gar nicht anfangen. Danke für die wunderbaren Daten. Die werden meine Forschung voranbringen. Man weiß nie, was auf einer Reise alles passiert. So, Ausrüstung und Materia.
Was haben wir denn hier? Feuer. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Tifa hat schon. Ja, Tifa ist aber auch nicht schlecht, wenn Tifa auch heilen kann. Bei Barret weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist nicht so mein Typ. Kann. Sei also vorsichtig. So, wir haben hier noch ein paar Nebenquests. Wenn ich hier schon gleich am Anschlag bin. So, Kartenspiel. Was ist?